Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und gleichzeitig auch zu einer neuen Aufnahmesession davon. Jo, wir haben es auf den Berg geschafft, ne? Wie ich es letztes Mal euch versprochen habe, haben wir es geschafft, hier raufzukommen, und es ist scheinbar gewollt, dass man hier raufkommt, weil schaut mal, was ich da entdeckt habe. Also der wollte scheinbar gerade Skifahren üben. Ich meine, weit wäre er nicht gekommen, dann hätte er sie selber umgebracht, wenn er da runterstürzt. Und mit den Brettern unter den Füßen, naja. Gut, aber nett, oder? Das heilt gerade nicht mehr auch mit, weil das braucht er. Das hätte er gleich mitnehmen können, weil wenn er unten aufkommt, kann er es gleich mal essen. Oder sie. Naja. Schön. So schauen die Models von heute aus. Jawohl. Okay. Wobei das Gesetz sich ja schon, also weil es schon ein Gesetz gibt, ne, zumindest in Paris, glaube ich, dass man nicht mehr so abgemagert sein darf. Das finde ich voll super, dass der Body Mass Index eingehalten werden muss. Miese Gegend. Aber, ganz miese Gegend. Aber so schlimm ist es an. Also wie gesagt, ich finde das toll. Gut, wir hatschen weiter. Ich hätte mir vielleicht was Wärmeres anziehen sollen. Aber ein Mann ist sowieso ein bisschen ein Heißblut, also hoffe ich, dass er mir da jetzt nicht erfrieren tut. So, eine Gletscherspalte. Ja, das wissen wir vom Ötzi, dass die ungesund ist im Regelfall. Wie muss ich... Wow. Ja, ich wollte jetzt gerade nicht abrutschen. Ich wollte eigentlich darauf, aber ich glaube, das kann ich mir schon mal abschminken. Mhm. Ich wollte eigentlich nur darauf, ehrlich gesagt. Mal schauen, ob es dann klappt, aber ich vermute nicht, dass wir zu hoch sein. Ja, das habe ich wieder super hinbekommen. Hm, vielleicht geht's da drüben. Hui! So. Wir wollen nach wie vor, man möchte es nicht glauben, zu dem Questziel da oben, das ich über ziemlich grobe Umwege erreichen möchte. Ah, warte, das ist zu viel. Mal ein bisschen runter. So. Und ich nach wie vor, und ich nach wie vor noch hoffe, es zu erreichen. Ein bisschen steil da. Wow. Ich will nur stehen. Okay, geht nicht, glaube ich. Scheiße. Nichts gut. Halt. Ja, ja, das war klar. Hey, so steil war das jetzt auch nicht. Oh Mann, komm. Okay. Nochmal von vorn. Ich will nur den Berg rauf. Ich will auf die andere Seite runter eigentlich. So, also servus nochmal. Von da drüben eventuell. Okay, hätte ich eine Chance. Habe ich zu spät gesehen. Da könnte man eventuell rauf. Ist da unten die Hütte? Da ist eine Hütte, oder? Weil das ist die Berghütte von dem Kerl, der da Skifahren probiert hat. Und den dann wahrscheinlich der Meteorit getroffen hat. Zumindest nicht wirklich, sondern eher mehr die Welle. Das ist echt was. Aha. Natürlich sind da Viecher. Ja. Aber eine Straße auch, sehe ich. Das müsste zu unserem Vorteil gereichen, weil die Straße entlang müssten wir auch zu unserem Ziel kommen. Normalerweise. Ich versuche mich da jetzt mal ranzupirschen. Wie gesagt, Erfahrungspunkte brauchen wir sowieso. Ist eh wurscht. Ja. Komm her, du Viech. Ja, komm. Ja, komm zu Papa. Ja, komm. Ja, komm. Ein Rottmolch. Den kriegen wir nochmal klein. Au. Aus ist leer. Weil es gerade Laden tut. Oder, ja. Ich gebe immer den Laden gerne die Schuld. Fällt gar nicht auf, ne? So. Komm her, du Viech. Du bist so hässlich. Hoffentlich ist das... Hoffentlich gibt es nicht noch dieses... Jawohl, der ist hin. Ich meine, ich wollte sagen... Ich esse mal was. Okay, der da vorne knurrt. Ich habe schon Angst gehabt, dass was anderes kommen tut. Ja, komm her. Ja, komm. Au. Ein Hühler. Ray, du darfst auch mal. Boah, der hält was aus. Saufig. Au. Ja, ja, ist schon recht. Ich kann schon was saufen, ne? Also, runter mit der Blitschen. Au, das ist nur ein schwächlicher Trank. Wir haben nichts mehr. Aha. Ja, das wundert mich jetzt nicht einmal. Ja, immer fester drauf.
passt, aber der Raid, der macht das. Boah! Der wollte uns gerade mit Eis anspeimen. So geht das nicht. Wow! Du Dreck hat's nicht. Au! Alter Schwede, kann man hinhauen, das war ganz fix. Also sonst ist es an mir erledigt. Okay, vergiss es. Wow. Ich muss was trinken. Ganz, ganz schnell. Okay, das ist schon zu wenig, ehrlich gesagt. Okay, nochmal. Gleich alles verbrauchen. Ist er hin? Miese Gegend. Ich glaube, er hat ihn umgebracht, oder? Miese Gegend. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Ja, er hat ihn umgebracht. Saubere Arbeit, Ray. Scheimkleister, wir haben nichts mehr. Arm wie Kirchenmais. Ja, ich sag's immer wieder. Aber das hat's, glaube ich, gerade automatisch gespeichert. Achso, das Elixit muss ich abbauen, genau. So. Bitteschön. Genau, bevor ich es vergesse, nämlich. Kommt nie vor, aber ab und zu doch. So. Gut. Ich muss mal kurz das Inventar durchschauen. Ich glaube, wir haben nichts mehr. Ich habe alles weggesoffen. Ja, es darf auch nichts verkommen, ne? Wir können noch den Schnaps saufen. Das Asselfleisch, Brotsuppen, Steak, Dollar, warme Suppen. Wärmende Suppe. Ja, okay, Kälte haben wir hier, glaube ich, noch nicht so recht. Was gab es denn noch Schönes? Oh, um Gottes Willen. Stim. Was hätte man da eigentlich noch? Antitoxine, Gift, ne? Feuerteufel, irgendwas, das wir wahrscheinlich Feuerresistenz haben. La Cucaracha ist Überleben. Radio Dings ist Strahlungsschutz. Okay. Ah, da hätten wir schon mal einen mächtigen Heiltrank zumindest. Den könnten wir mal auf die 7 platzieren. Elixit, sonst haben wir nichts mehr. Gut. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den Schnaps. Der heilt ja auch nicht so schlecht. Und die Süppe. Die will ich aufsparen. Stimmt, ist Strahlungsresistenz, Giftresistenz, Hochleistungssuppe. Da haben wir nicht so viel. Steak, Teller habe ich den. Den habe ich hier, passt. Hoppala. Wir haben die Süppe, Brause, normale Suppe. Ja, können wir theoretisch die normale Suppe noch verbrauchen. So, passt. Suppen kann man hier gar nicht genug essen, weil hier ist sehr kalt. Gut. Speichern. Stimmt, danke fürs Erinnern. Jetzt warte mal, was hatten wir für welchen? 20. Dann brauchen wir die 21. So, wie im Adventskalender. Jeden Tag ein Spielstand. Jeden Tag ein Kästchen. So, passt. Obwohl es unglaublicherweise Schlingel von Menschen geben soll, die gleich den ganzen Kalender auf einmal wegjausen, ne? Sachen gibt's, oder? So. Okay. Dann schauen wir mal rein. Hallo, wohnt hier jemand? Ein Elex-Trank? Nehmen Heilung erhalten. Aha. Also Schriftrolle Heilung. Ja, das nehme ich gern. Das könnte uns durchaus den Bobschi retten. Ja, Zigarettenstangen nehmen wir mit. Anleitung. Meinungsverstärker. Aha. Eine Verbandstasche, kleiner Heiltrank, guter Becher. Ja, ja, ja. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Nix. Dann gehen wir mal die Stirn rauf. Ah, da, Kiste, ich sehe dich. Kiste, ich sehe dich. Ja, wir können sie aufmachen, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst. So, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich probiere einfach mal. Zu einfach. Das kannst du jetzt aber laut sagen. Ah, zweimal Wein, einmal starke Energiespeicher und Eisenerz. Bitte alles einpacken. Dankeschön. So, dann gehen wir mal da rauf. Ruf, rauf, rauf, ruf. Mal schauen, was es hier noch zu mitnehmen gibt. Ein Schlafsackerl. Akrolytenschwert. Aha. Ein gutes Messer. Verschlossen. Können wir? Yeah, wir können hacken. Geilo. So, dann probieren wir mal, ne? Ich wollte eigentlich... Ja, ist ja wurscht. Haben wir was richtig?
Nicht ganz. Da kommt die 5 hin. Da würde ich sagen mal die 1, da die 7. Und ich würde sagen, da mal die 3. Aha, das passt schon nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, also die 7, die, also 4 hätten wir noch. Passt auch nicht ganz. Die 5, 1 und 7 ist weg. 8, 4 und 3. Ah, die 0. Haha. Geht doch. Die 0 habe ich übersehen. Brause und gut erhaltene Konservendosen. Super, nehmen wir alles mit. Spindelein, da ist nichts drin. Da geht es noch weiter rauf. Okay, dann schauen wir uns zuerst da drüben um. Gibt es hier noch was zum Stibitzen? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Aber jetzt komm. Der hat nur Angst, das ist alles. Hui. So. Was haben wir da noch hier? Ist hier überhaupt noch was? Schaut nicht so aus. Okay. Passt, dann hätten wir diesen Erkundungstrip gemeistert. Denke ich mal. Hui, Reka! Wow, langsam. Hier haben wir noch was. Metallschrötchen. Im Mistkiebel ist nichts drin. Okidoki. Schöne Autos. Schön und Anführungszeichen. Aha. Metallschrott und Plasmazelle. Der hört sich schon wieder bedrohlich an. Das heißt, da ist wahrscheinlich wieder irgendwo ein Viech unterwegs. Das heißt, wir tun sie jetzt aber speichern. Bevor wir uns wieder das Genick brechen. Passiert zwar eh selten, aber... ja. Man muss sich selber motivieren. Ja, da unten haben wir wieder ein Opfer. Oder wir sind das Opfer. Werden wir auf jeden Fall gleich feststellen. Was bist du eigentlich? Ein Schneeklaue. Aha, schön. Aber die ist zum, die geht zum Besiegen. Die geht gar nicht schlecht zum Besiegen. Au! Wobei, das wird sie auch bei uns denken. Egal, der geht ganz schlecht zum Besiegen. Oh je, da kommt schon ein zweiter. War eh so klar, ne? Wir saufen mal ein bisschen Schnaps. Wenn ich ihn erwisch. Trinkt er was? Jawohl. Tut eh. Süppi und noch ein Süppi. Und dann werden wir schon langsam gesund werden. Oh Maria, da kommt das nächste, sauf ich. So, wir müssen uns beeilen. Damit da hinten der Wisch bin ich, glaube ich, Salami. Hui! Da, weg mit dir, sauf ich. Zack, jetzt der. Ja, bitte, das wäre mir recht. Das wäre mir sogar sehr recht. Wenn du das machst. Und das wie ein Yeti, der Hund. Alter. Au, ihr sag einmal. Au. Wisch dich wieder voll. Drecksviech, deppert. Wo rennst du denn hin? Ja, komm. Da. Moment, das ist da hinten eine Kriegsmaschine. Das schaut gerade komisch aus. Ich muss ein bisschen ausweichen. Ich gehe ein bisschen zurück. Komm her. Ja, komm. Alter. Greif da mal seinen Kollegen dann, ne? Die Viech, ey. Da. Energie wird voll. Au. Einfach doch kaum. Zack. 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 Okay. Schupfen kann ich noch nicht. Muss ein bisschen warten, bis... Wow. Bis ich mehr Energie hab. Da haben wir einen Zweck. Und... Wusch. Jawohl. Auf die 12. Au! Oh. Jawohl! Sauer Ray. Sauber, sauber! Wupp, wupp, wupp! Stufe aufgestiegen, sehe gerade. Ja, geilo! Na, wirklich, wa? Ja, super! Ah, das ist aber eine Freude. Ich habe wieder vergessen, welche Waffe wir da eigentlich... benutzen wollten. Okay, das Akrolytenschwert, das braucht, bis wir das führen können. Die Axt, Schild, da war irgendwas mit einem Zweihänder, glaube ich mal, ne? Oder Nablätzchen, war da nicht? Obwohl, das Kriegerschwert da, ne?
Da war irgendeine Fähigkeit, die ich lernen wollte. Ich lasse das mal mit den Skillen, gell? Weil ich mir gerade nicht sicher bin, ich muss zum Lehrer. Ich habe auch vergessen, was ich lernen wollte. Tja, das kann schon mal passieren. Was war das davon? Komisches, ich muss mal speichern. Aber irgendwas ist da, habt ihr das gesehen vorhin? Da ist irgendwas geschwebt, habe ich das Gefühl gehabt, das schwebt. Ja, vielleicht ist es auch gelaufen und nur groß. Aha, ich sehe schon, es ist eine Kriegsmaschine. Ja, natürlich. Was denn sonst? Dann müssen wir dem Viech halt wieder ausweichen. Das haben wir eh schon gewöhnt. Würdest du bitte klettern? Oh. Wenn es geht, ohne Pullen. Deppert's Viech da unten, echt. Ist das normal, das Geräusch, was da so im Hintergrund und so? Husch, husch, husch. So. Oh. Alter Schwede, wo ist denn das? Wo ist unser Ziel? Ich renne vielleicht eh in die andere, in die falsche Richtung. Ich würde sie gar nicht mehr wundern. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Ah, da ist wieder ein Viechern. Ah ja, da ist ein großer. Ich habe mich schon gefragt, wo die sind, weil wo diese Rotmolch-Typen sind, da ist der Big Boss normal nicht weit, ne? Ja, passt, Ray. Immer fester drauf. Sehr gut. So, schön. Aufheben die Sachen. Ich denke mal, ich werde wieder probieren, da auf den Berg raufzukommen. Ist wahrscheinlich wieder, ja, hoffnungslos. Oder auch nicht. Yes, das Mutter. Wir müssen da weg. Da geht uns schon wieder was an. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man... Ja, uns geht was an. Ha, ha. Alles geht uns an. Alles. Jetzt yes, erstmal. Au! Hey, du Scheißback, ey! Ich muss da hoch. Ray, bei Fuß! So, und jetzt? Am besten da entlang, ne? Wow! Langsam. Da ist ja auch wieder sowas. Irgendwie alles voll. Alles voll. Mit irgendwelchen Gängen. Na, gute Nacht. Ruck. Ach, da kommt Ray. Au. Oh. Renn, um Gottes Willen, renn. Alter, alter, alter. Da bin ich eh so schön ausgewichen. Frechheit ist das. Frechheit. Puh. Alter. Voll hergerichtet. Voll. Ist einmal was. Ein bisschen ein Süppchen. Hä? Ah, schau. Danke. So. Alter Schwede. Sind wir jetzt bald einmal da? Ich sollte mal auf die Karte schauen. Ich bin wahrscheinlich hier vollkommen falsche Richtung. Ah, na, schau. Haha. Ha. Wir haben es gleich. Gott sei Dank. So. Turbulent. Aber mit etwas Glück doch am Ziel. Mhm. Das ist wieder speicherungswürdig. Und vor allem sehr verdächtig, weil uns schon nichts anfliegen tut. So. Da ist irgendwo eine. Eine, ja. Mehrere. Oh, bin ganz leise momentan, weil ich gerade irgendwie das Gefühl habe, der Tod wartet auf uns. Was nichts Neues ist. Oh, eine Reisetasche, okay. Setzerbrot und gutes Messer. Passt, nehmen wir alles mit. Boah. Also die Hinreise zu so einem Ort ist echt schon... Puh. Nervenaufreibend. Also in Form von spannend. Halt, was ist das? Metallschrott. Elixit. Ah, da sind Hampelmänner drin. Ich sehe es schon. Dann würde ich mal sagen, wir würden den Part hier beenden und werden uns im nächsten Part die Herren davon vornehmen. Ich hoffe, die sind uns freundlich gesinnt, aber ich denke schon, sonst wären sie uns schon angesprungen wahrscheinlich. Na gut, ihr Lieben. Puh, das war's dann wieder für heute. Wir haben es irgendwie lebend hergeschafft, es ist ein Wunder. Anders kann man das gar nicht bezeichnen als wie ein Wunder. Ja.
Auf jeden Fall bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!